So, hallo, wir machen weiter bei Way of DM. Das letzte Mal haben wir den Big Boo besiegt in einem unfassbar asozialen Bosskampf. Und ich möchte nochmal betonen, es geht mir nicht darum, dass der jetzt schwer ist. Wäre es ein Kaizo-Hack oder so, hätte ich überhaupt kein Problem mit. Aber das Ding ist überhaupt nicht als Kaizo-Hack ausgelegt. Das soll ein fucking normaler Hack sein. Und das war er am Anfang auch. Und danach ist irgendwas passiert. Was ich mir nicht so ganz erklären kann. Sag mal, haben wir überhaupt keine Star Ward? Ich weiß, wir haben die Special World da gehabt. Bin ich jetzt dumm? Wir haben gar keine Star Ward, oder? Gab's da nicht irgend so einen Wald, wo ein Stern war? Ups. Das waren alles hier noch so schöne Level. Das waren wunderschöne Level hier. Überhaupt nicht übertrieben und völlig in Ordnung, ja? Aber. Wir hatten ja keine Star World. Dann haben wir nur die Special World, okay. Also die Special World. Also noch knapp 10 Level und dann sind wir durch. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Wenn die Special World Level jetzt alle so aufgebaut sind wie die Level aus der letzten Welt, dann weiß ich auch nicht. Level Engine. Mad Mechanism. Es ist schon mal die Musik aus der letzten Welt. Es sind schon mal die Grafiken aus der letzten Welt. Das gefällt mir nicht. Das wirkt wieder wie genau ein Level aus der letzten Welt. Exakt. Sogar exakt. Wieder so ein typisches Fabriklevel. Ich hoffe halt echt, da kommt noch was anderes. Ich will jetzt nicht nur diesen Scheiß spielen. Denn wie gesagt, das sind alles die gleichen Arten von Level. Nur anders. Es hat nichts mehr von Individualismus oder sonst was zu tun. Habe ich das jetzt auf Englisch gesagt, Individualismus? Naja, egal. Ist nicht mehr individuell, es ist einfach nur immer wieder eine Abfolge von Gegnern, Hindernissen. Es hat kein besonderes Thema mehr. Einfach nur stirb. Ja, und hier, das ist zum Beispiel auch ein Element, was hier in diesen Leveln gerne einbaut, die erstmal von Koopas überall beschossen wird. Die Dinger da. Hat einfach überhaupt keine Ideen mehr gehabt, ich verstehe es nicht. Muss das für euch nervig sein, immer alle, das ist jetzt schon der dritte Part, wo ich dieselben Sachen sage. Das muss furchtbar nervig sein. Mich regt sowas ja bei anderen Let's Play immer unheimlich auf, wenn die immer dasselbe sagen. Oh, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Ich glaube, wenn man selber Let's Playt, merkt man erstmal so richtig, dass man selbst eigentlich genau die Dinge macht, die man bei anderen nervig findet. Weil es einfach. Man macht es einfach automatisch. Man kann es quasi gar nicht abstellen. Und dann versteht man die auch so ein bisschen besser. Trotzdem regt man sich, wenn man das nächste Mal die guckt, wieder auf. Aber in dem Moment, wo man selber sozusagen in der Situation ist und selber dann für sich das Gefühl hat, dass es jetzt gerechtfertigt ist, sich so zu verhalten, da ist es dann natürlich wieder in Ordnung. Ist ja klar. Weil man selbst darf ja alles, aber andere dürfen ja nicht. Menschen sind schon furchtbare Egoisten. So. Eieiei. Können wir über was reden? Wir können über was reden. Etwas, was mich. Wir reden jetzt über was, dann reg ich mich nicht so über das Level auf, sondern reg mich über das andere auf. Es ist gar nicht so lang her. Da war der Vorentscheid vom Eurovision Song Contest hier in Deutschland. Habe ich nicht weiter verfolgt. Ich habe nur halt den Skandal mitbekommen. Und für alle, die es nicht wissen, Eurovision Song Contest, ich denke mal, das wissen die meisten, was es ist. Ist halt so. Verschiedene Länder schicken da jeweils Sänger los und dann wird da über Telefon abgestimmt und dann ist halt einer der Beste von Europa. Naja, ist auch wieder so ein, na, alle müssen die Besten sein, bla bla.
Das ist das, wo Deutschland 2000. War es 2011? Nee, Quatsch. Das war 2012 mit Lena Meyer-Landrut. Ich habe keine Ahnung. Es ist schon eine Weile her. Jedenfalls gab es da halt einen deutschen Vorentscheid sozusagen, wo es darum ging, wer wird geschickt nach Wien. In Wien findet es diesmal statt, weil letztes Jahr hat ja Dings gewonnen mit Phoenix. Oh, wie hieß die Wurst? Conchita Wurst. Genau. Hieß der echt Wurst? Oder war Wurst dann doch? Sie war Conchita Wurst, glaube ich. Mit Dings Fly Like a Phoenix oder so. Oder Cry Like a Phoenix? Cry Like a Phoenix? Fly Like a Phoenix? Ich habe keine Ahnung, wie das Lied hieß. Jedenfalls, deswegen findet es in Österreich statt, weil halt Österreich gewonnen hat. So. Und deswegen gab es halt die Sendung Unser Star für Österreich. So. Da ging es also darum, wer hinkommt. Da waren irgendwie so 10 Leute halt, die mitgemacht haben, die quasi alle nach Österreich wollten, nach Wien, die halt singen wollten, und das wurde dann telefonisch abgestimmt. So. Da gab es jetzt einen, der kümmert, der hat toll gesungen und der wurde dann auch auf den ersten Platz gewählt. Und dann gab es eine, die auf dem zweiten Platz war, logischerweise. Wenn es den ersten Platz gibt, gibt es auch einen zweiten Platz, die Ann-Sophie. So. Jetzt ist es ja normalerweise so, dass der gewinnt. Kamera? What the fuck? Dass derjenige, der gewinnt. Alter. Hat er auch eigentlich keinen Bock mehr gehabt, auf die Kamera zu achten. Dass derjenige, der gewinnt, ist halt der nach Österreich fährt. So, nachdem das dann bekannt gegeben wurde, dass der Herr Kümmert nach Österreich fährt, hat der Herr Kümmert gesagt, ey Leute, sorry, aber ich bin nur ein kleiner Musiker und ich fühle mich eigentlich gar nicht in der Lage dazu, nach Österreich zu fahren und den ganzen Trubel quasi mitzumachen. Das ist mir zu viel. Ich bin da gesundheitlich angeschlagen und das kann ich nicht bringen. Das ist mir zu viel, das ist mir zu krass. Gut, kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob er das nicht vielleicht ein bisschen eher hätte merken sollen und ob er dann überhaupt hätte mitmachen müssen dürfen, weil er ja im Prinzip auch jemandem den Platz weggenommen hat, der dann an seiner Stelle angetreten wäre beim Vorentscheid. Denn wenn man eh nicht gewinnen will oder wenn man eh nicht mitmachen will, dann sollte man halt vielleicht fairerweise sagen, das war nicht so in Ordnung. So. Er hat dann quasi auch gesagt im gleichen Atemzug, ja, ich gebe das ab. Ich gebe meinen Sieg ab an die Zweitplatzierte, an die Ann-Sophie. Die kann das viel besser. Die ist mit Sicherheit auch besser in der Lage dazu, das alles zu managen und so weiter. Also er hält die für wesentlich geeigneter. So. Jetzt kommen wir zum Punkt, der mich halt aufregt. Nicht sein Verhalten, überhaupt nicht. Wie gesagt, man kann ja geteilter Meinung sein. Es war sicherlich nicht richtig, wie er sich verhalten hat. Im Vorfeld jetzt zum Beispiel, ich meine, dass er jetzt zum Schluss gemerkt hat, es ist nichts für ihn und dann dazu stehen konnte, das auch abzubrechen. Das ist auch schon wieder okay. Darum geht's jetzt auch nicht. Mir geht's... Oh, hallo, Ziel. Mir geht's um die Reaktionen, die im Publikum ausgegangen sind. Ausgegangen? Losgegangen. Denn sobald er das gesagt hatte, wurde er erstmal kräftig ausgebuht. Da stand so ein Mann auf der Bühne, der hat so ein bisschen, ja, man kann sagen, mit den Worten gerungen. Dem ist das schwer gefallen, das zu sagen. Und als Reaktion kommt erstmal aus dem Publikum, wie asozial ist das bitte? Ich weiß nicht, ich fand's furchtbar respektlos. Dann, als die Ann-Sophie was sagen wollte, dann kam auch gleich lauter Rufe aus dem Publikum, so, nein, und du darfst das nicht annehmen, und bäh, so in die Richtung quasi. Weißt du, es ist so, wie kann man sich so aufführen? Habe ich auch als Kommentar dann drunter geschrieben, und das Video, weil ich es mir dann halt angeguckt habe. Ich würde niemals, einem Menschen ausbuhen,
der da auf der Bühne steht, dem es schwerfällt, solche Worte zu sagen, der da mit der Fassung so ein bisschen ringt und mit den Worten. Ich... Wie asozial muss man sein, um dann so jemanden auszubuhen? Auch wenn man es nicht in Ordnung findet. Wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, es ist vielleicht nicht in Ordnung gewesen, was er gemacht hat. Aber dann so ein asoziales Verhalten mit Ausbuhen und dann die Ann-Sophie auch noch angehen sozusagen, so nach dem Motto, du darfst es nicht annehmen, du wurdest gar nicht gewählt als Erstplatzierte. Deutschland hätte anders entschieden, wenn der nicht da gewesen wäre, wärst du auch nicht Erste geworden, so ungefähr in die Richtung. Ich meine, auch die Kommentare unter dem Video. So ein Haufen von respektlosen Idioten. Da könnte ich mich immer wieder über sowas aufregen, über so ein respektloses Verhalten. Ich hasse sowas. Ich meine, das weiß man mittlerweile bei mir, glaube ich. Ich gehe auch immer gewisse Leute auf YouTube dann gerne an, die sich respektlos verhalten und muss dabei natürlich aufpassen, dass ich nicht selber mich auf einmal respektlos verhalte, was gar nicht so einfach ist. Das muss ich auch zugeben. Weil bei manchen Leuten packt einen halt echt die Wut. Das sind bei mir zum Beispiel die Verschwörungstheoretiker. Die regen mich unfassbar auf. Und auch die, selbst die haben bei dieser Situation was gefunden, was sie unter das Video schreiben konnten. Nämlich, dass das natürlich alles gestellt war. Man merkt an der Reaktion von der Frau Schöneberger, die hat das moderiert, die Sendung, dass das total klar war, dass das schon vorher abgesprochen ist, dass der Kümmert aussteigt und bla bla bla. Wow. Ich frage mich da auch, was muss das für ein Leben sein, wenn man alles, wirklich alles, was passiert, immer unter dem Aspekt betrachtet, man wird nur manipuliert, man wird nur verarscht. Was ist das für ein Leben? Das würde ich niemals leben wollen. Das ist echt der Wahnsinn. Ich weiß nicht, das ist... Naja, das hat mich aufgeregt. Irgendwas fehlt hier. Na gut. Wohl der Ball, wohl der Delfin oder was? Ich hab keine Ahnung. Da kommt er. Naja, jedenfalls, wie gesagt, das... Und es geht jetzt wirklich nicht darum zu entscheiden, ob das jetzt richtig war, was der Kümmert gemacht hat. Selbst wenn es völlig daneben war, was der Kümmert gemacht hat. Aber diese Reaktion ist nicht in Ordnung. Ihr könnt ja euch das Video angucken. Das ist auf dem Kanal ESC irgendwas. Heißt, also wenn man Kümmert bei YouTube eintippt, dann findet man das sowieso. Ich habe jetzt gerade einen Vornamen vergessen. Aber ich meine, es ist wie gesagt, es ist der große Skandal der Woche quasi gewesen für den Eurovision Song Contest und ja. Naja. Und ja, das, wie gesagt, das Verhalten, um das ging. Ja, halbe Yoshi-Coin. Sehr schön. Und das Verhalten ging es mir halt hauptsächlich, das fand ich nicht in Ordnung. Nicht vom Kümmert, sondern vom Publikum. Wie kann man sich das Recht rausnehmen, so über andere Menschen... Nee. Die sollen mal sich überlegen, wie sie das finden würden, wenn sie auf der Bühne... Das ist halt so ein verfickter Egoismus, weißt du? Die haben überhaupt sich keine Gedanken, die machen sich überhaupt keine Gedanken, wie das für sie wäre, wenn sie irgendwas haben, was sie bedrückt, wenn sie irgendwas haben, worüber sie versuchen zu reden, was sie jemandem versuchen mitzuteilen, und dann werden sie ausgebuht. Alter. Vor allem, er sagt halt, ja, er ist gesundheitlich angeschlagen und er fühlt sich dazu nicht in der Lage. Und als Reaktion kommt auch noch so ein stressauslösendes Ausbuhen, weißt du? Das ist unglaublich, ist das. Er hat halt quasi gesagt, ja, er freut sich, dass den Leuten seine Musik so gut gefällt, aber er hat eigentlich nicht, er ist nicht in der Lage nach. Kann er jetzt mal herkommen, der Delfin, Alter? Er ist halt nicht in der Lage danach, Wien zu gehen.
Naja, und wie gesagt, das muss man dann so respektieren. Es wurde dann ja auch so respektiert. Aber halt die Reaktion vom Publikum. Für mich unter aller Schublade. Und jeder, der da geboot hat, und das jetzt hört, was natürlich nicht der Fall ist, aber jeder, der da geboot hat, der darf sich gerne mal eine Runde schämen über sein menschliches Verhalten. So. Habe ich ein bisschen Zeit verschwendet mit Labern und mich wenig über das Level aufgeregt. Das ist doch ganz schön. Ich sollte das wirklich jetzt hier bei dem Hack machen, dass wir über andere Sachen reden. Weil dann bekomme ich nicht so viel vom Level mit und reg mich nicht so sehr, oh Gott. Und reg mich auch nicht so sehr über das Level auf. Das war, glaube ich, jetzt alles nicht so gut. Wie das Lied klingt ohne Hall. Widerlich. So. Nein. Wie finde ich das Level? Es geht, aber es ist jetzt auch nicht das Nonplusultra. Man weiß halt wieder nicht, wann es aufhört. Jetzt theoretisch, ja, ich wollte gerade sagen, theoretisch müsste es jetzt aufhören. Dann wäre es noch in einer akzeptablen Länge gewesen. The Storm. Och. Nee. Kann ich das irgendwie im Moment? Ich werde jetzt gleich mal kurz an den Layern rumspielen. Und gucken, wo man das ausmachen kann. Das war scheiße. Nein. Nein. Ich kann es nicht ausmachen. Gut, dann müssen wir das leider aushalten. Auf welchem Layer flackert der denn dann? Also, wo ist das Flackern eingestellt? Wieso kriege ich das nicht aus? Ich müsste doch eigentlich alle Layer irgendwie im Griff haben. Oder ist das quasi dann so ein ExGFX, was überhaupt nicht über die einzelnen Layer läuft, sondern aus irgendwie animiert, keine Ahnung, was weiß ich. Ich kenne mich doch nie aus. Sorry an alle Epileptiker. Da komme ich hier möglichst überall durch mit der Wolke. Ziehen wir mal hier durch. Das scheint gerade ganz gut zu laufen. Nach unten müsste ich eigentlich ja kommen. Nicht wirklich. Kann ich da runter? Oh, was ist das denn? Ich komme da nicht raus. Da sterbe ich. Da sterbe ich auch. Wenn ich hier reingehe, ist Ende. Hier komme ich auch nicht raus. Ach, Kacke. Da muss ich leider zurück. Na gut. Dann müssen wir halt so hier vorschießen. Was das jetzt mit dem Storm zu tun hat, ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Muss ich gestehen.
Hier auch wieder genau dasselbe Beispiel. Das Level wäre ohne diesen zusätzlichen Generator schon problemlos genug. Den braucht es eigentlich gar nicht. Der ist einfach nur noch eine zusätzliche Schikane. Der macht keinen Sinn. Das Level ist ohne diesen Generator schon komplett, aber der Generator musste noch rein. Warum? Keine Ahnung. Ich bringe gerne weitere solche Beispiele. Immer wieder gern. Naja. Kann ich mir überlegen, worüber wir im nächsten Part reden. Damit ich mich nicht über Level aufrege. Und wir haben ja schon gesehen, am Ende von dem ganzen Quatsch hier kommt noch ein Schloss. Wahrscheinlich Bowsers Festung dann oder so. Und ich will nicht wissen. Ich will wirklich nicht wissen, was dann dort los ist. Wahrscheinlich auch nochmal drei Stunden lang oder so. Und ich hoffe, dass wenn wir jetzt hier eine Tür finden am Ende, dass dann auch das Level zu Ende ist. Denn das wäre von der Länge her definitiv mehr als angemessen. Wahnsinn. Komm, Level aus. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Kein Scrolling mehr, aber Level ist halt auch nicht aus. Das ist... Nee, jetzt kommen sie auch noch so quer. Also, warum? Warum muss man dann immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch mehr? Warum kann man nicht einfach sagen, okay, hier reicht's. Hier ist es okay. Ab da ist Ende. Ah, das ist das Ziel. Trotzdem war das unnötig. So. Nightmare, ja, Mensch, der Name beschreibt es ja ziemlich gut. Ach komm, den machen wir noch. Immerhin kein Geflacker mehr. Aber wieder so ein blöder Generator, der hier die ganze Zeit Feuer schießt. Als ob das Level ohne ihn nicht komplett wäre. Um mal kurz auf die Aussage von gerade eben zurückzukommen. Das Level wäre ohne die Feuerdinger, die entgegenkommen, schon komplett genug. Da würde nichts fehlen. Nichts. Diese Dinger da zusätzlich machen es einfach nur wieder nervig. Noch nerviger, wohlgemerkt. Bleibt er wieder hängen. Außerdem tut es ja ganz nett. Vor allem mit den Stacheln sozusagen als irgendwie, was sollen das sein, Minen, was weiß ich. Die halt rot gefärbt sind. Ne, es sind ja im Original sind es Minen, ja. Im Uri Geller-Nal sind es Minen. Die runterfallen in der einen Wasserwelt. Ansonsten kommen die, glaube ich, gar nicht vor. Ich wüsste gerade nicht, wo die vorkommen. Das könnte dann für den Waypoint sein. Was bedeuten würde, dass wir im zweiten Teil des Levels wieder irgendwas bekommen, wo man nicht direkt reinladen kann. Oder ich übertreibe. Man weiß es nicht.
Eigentlich wollte ich auch noch Isaac aufnehmen. Scheiße. Jetzt bin ich die ganze Zeit an dem Level, jetzt bin ich gespannt. Da müsste jetzt im Prinzip so irgendwas kommen, was irgendwie vielleicht Layer 2 oder so. Ja. Und da kann er quasi nicht normal reinladen oder so. Keine Ahnung. Oi, 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 oi. Hätte ich in der drehenden Spalte geahnt, zu was der Hex sich entwickelt. Ach. Hätte ich zwar trotzdem weitergespielt, aber ich wäre nicht ganz so enttäuscht. Ich finde es halt echt schade, weil der Hex war schön. Und ich weiß, ich wiederhole mich. Es tut mir leid. Ich kann nicht anders. Ich muss irgendwie meinem Unmut Luft machen. Und ich bin trotzdem extremst gespannt, ob ihr das ähnlich seht oder nicht. Ihr dürft es natürlich anders sehen. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass ihr das dürft, aber ich sag's trotzdem. Weil manchmal, ich weiß nicht, bei manchen Leuten habe ich den Eindruck, die denken, sie dürfen nichts anders sehen als der Let's Player, den sie. Oh, da habe ich die Pflanze vergessen. Das habe ich nicht gesehen. Bei manchen Leuten habe ich immer den Eindruck, die haben einfach automatisch die Meinung von dem Typen, an den sie gucken. Das ist bei mir aber auch nicht der Fall. Ich gucke zwar die Kay und ich bin bei vielen Sachen mit ihm einer Meinung, aber nicht in allem. Warum sollte ich auch? Dann wird man quasi gleich als Fanboy bezeichnet, weil man in einer Sache oder in zwei Sachen mit dem Streamer oder dem Let's Player übereinstimmt. Das ist auch so ein Quatsch. Ich sehe vieles, was DK macht, sehr kritisch, aber das ist ja trotzdem seine Sache. Wenn er meint, er muss, wenn er total unzufrieden ist mit manchen Projekten, die nochmal neu aufnehmen, okay. Er ist halt da ein sehr, sehr hoher Perfektionist, was das angeht. Und ich gucke ihn nach wie vor auch, wie gesagt, gerne, aber ich bin deswegen kein Fanboy. Mm-mm. Definitiv nicht. Nein. Definitiv nicht. Ich habe ihn nicht mal subskribiert. So. Jetzt Levelende. Mit Waypoint. Erwartung versus Realität. Das ist... Ich könnte es immer wieder sagen. Es ist genau das, wovon ich die ganze Zeit rede. Die Levels sind viel zu lang. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum kann man nicht sagen, hier hört man auf. Hier ist das Level in Ordnung. Hier ist es noch sozial zu spielen. Es ist vielleicht extremst herausfordernd, aber es ist nicht asozial. Warum merkt man das nicht? Dass es irgendwann total übertrieben ist. Oder ist es einem dann einfach egal an irgendeinem Punkt? Und halt immer dieselben Gegner, immer derselbe Ablauf, immer das Gleiche. Es sieht nur ein bisschen anders aus, es ist nur ein bisschen eine andere Reihenfolge, aber es ist im Grunde genau dasselbe. Es sind immer die Chucks, und zwar alle, nicht nur mal ein paar, sondern es sind so gut wie jede Art kommt vor. Es kommen immer Hammerbrüder vor, es kommen immer die Plattformen vor, es ist immer derselbe Mist, ununterbrochen. Und dann wieder die Pflanzen, und wieder das, und wieder jenes. Und daran, dass ich mich immer wieder über das Gleiche aufrege, merkt man ja auch, dass immer wieder das Gleiche vorkommt. Ah, nein, scheiße, der war gut. Der State wäre in Ordnung gewesen. Wahnsinn. Warum? Warum hast du das aus dem Hack gemacht? Der war so schön. Hackersteller, wer immer du bist. Das war so ein schöner Hack.
dann musst du sowas machen. Und einem jegliche Spiellust an dem Heck nehmen, aber jegliche. Und man merkt, ich habe wieder nichts zu erzählen, deswegen rege ich mich wieder auf. Ich muss dringend wieder mir ein Thema überlegen für den nächsten Part. Sonst schimpfe ich wieder die ganze Zeit nur über den Heck. Und noch ein Hammer, Bruder. Weißt du das? Ich sag das nicht mehr. Besser, ich bin ganz still, bevor ich rumschimpfe. Das habe ich auch früher gerne gesagt. Das wären halt alles schon, das wären eigentlich schon wieder drei Level in einem gewesen. Ja, auch komplett andere Themen. Die Thematik hier mit den Lakitos zum Beispiel, die ist ja wieder ganz okay. Hier, dass die hier in den Büschen versteckt sind und so weiter. Aber das ist doch schon wieder ein eigenes Level. Das ist doch nicht das gleiche Level. Das ist doch ein komplett neues Level. Das ist eine komplett neue Thematik, ein komplett neues Gimmick. Manja Rainforest. Na hurra. Danke fürs Zuschauen und tschüss.